Was geht ab, Heroes? Misha hier. Heute haben wir eine Frage, die sehr, sehr häufig gestellt wird auf diesem Kanal. Und zwar, Misha, bin ich zu dumm? Bin ich zu dumm, um ein guter Arzt zu werden? Bin ich zu dumm, um durch das Studium zu kommen? Kann ich es überhaupt schaffen? Ich habe einen Durchschnitt von 1,6, ich habe einen Durchschnitt von 1,9 oder ich habe einen Durchschnitt von 3,0. Kann ich überhaupt das Medizinstudium packen? Meinst du, es macht überhaupt Sinn, dass ich es versuche? Ja, Leute, diese Frage wird wirklich häufig gestellt und bevor wir beginnen, will ich euch einen kurzen Einblick in mein Leben geben. Ich verrate relativ wenig der Zeit. Ich werde irgendwann ein Q&A machen und euch so einige Fragen über mich beantworten, aber ich gebe euch einfach meinen kurzen Einblick in das, woher ich komme. Und Fakt ist, zunächst einmal bin ich mit 11 Jahren überhaupt nach Deutschland gekommen und musste die Sprache von Grund auf neu erlernen. Ich habe es relativ schnell bewältigt, wobei das erste Jahr ziemlich beschissen verlief und ich eigentlich so gut wie nichts gelernt habe, weil ich ständig in Schlägereien verwickelt war und Konflikte mit anderen ausländischen Kindern, weil es eher so eine Schule war, wo ja, so die ganzen Ausländer gebündelt wurden. Und da konnte ich eigentlich so gut wie nichts lernen. Das heißt, das erste Jahr war ziemlich schlecht. Wir haben in einem Asylwohnheim gelebt. Und das heißt, meine Ausgangslage war wirklich nicht gut. Wir sind dann nach Nürnberg umgezogen, wo wir längere Zeit auf dem Boden geschlafen haben. Und lange Rede, kurzer Sinn, ich bin auf eine Schule gekommen, auf eine Grundschule, in der ich dann relativ schnell aufgestiegen bin und ziemlich gut geworden bin. Ich war dann einer der Besten da drin. Und bin dann in der 5. Klasse, hatte ich einen Durchschnitt von 1,3 oder sowas. Und also ich war ein Jahr auf der Hauptschule und habe dann den Sprung aufs Gymnasium geschafft. Die Sache ist die, auf dem Gymnasium verlief das alles nicht sehr gut. Und ich hatte ein Abgangszeugnis nach der 7. Klasse mit 4 Sechsern und 3 Fünfern. Das heißt, Leute, ich bin bei weitem keine Leuchte gewesen. Und in der 9. und 10. Klasse bin ich so langsam wieder hochgekrabbelt auf der anderen Schule und habe mir versucht, das Ganze zu erarbeiten und zu erkämpfen und überhaupt zu erkämpfen, dass ich irgendwie irgendeinen Abschluss bekomme. Ans Medizinstudium habe ich in dem Augenblick gar nicht mehr so richtig, nicht mal so richtig gedacht. Und als ich in der 10. Klasse war und mal wieder eine 5 oder war das eine 6 in der Ex in Physik bekommen habe, hat meine damalige Physiklehrerin mich vor der ganzen Klasse zu mir gesagt: Michael, ich denke und ich empfehle es vom ganzen Herzen, dass Sie zu sich selbst ehrlich sind und sich eingestehen, dass Ihre geistigen Fähigkeiten aufgebraucht sind und dass Sie den Entschluss fassen und von der Schule abgehen nach der 10. Klasse mit einem Realschulabschluss und eine Ausbildung machen. Ich denke, dass es einfach das Beste wäre. Das hat sie vor der ganzen Klasse gesagt. Das ist nicht der genaue Wortlaut, den weiß ich nicht mehr, aber das ist das, was sie gesagt hat, dass es eigentlich bei mir mittlerweile vorbei ist mit dem, was ich eigentlich erreichen will. Und dass ich nirgendwo hinschaffen werde, außer vielleicht noch eine Ausbildung zu packen, wenn überhaupt. Denn ich war relativ schlecht. Ich hatte nach der 10. Klasse einen Durchschnitt von 2,8 oder sowas und ich habe es ja wirklich gerade so geschafft. Und zu der Zeit wollte ich aber schon Arzt werden und ich wurde belächelt und ich wurde ausgelacht und man hat mir gesagt: Hey, was spinnst du drum, ey? Ganz ehrlich, du bist ein Basketballspieler, mach weiter deinen Sport, mach eine Ausbildung, fertig. Und geh arbeiten, Tag ein, Tag aus, krieg Kinder und dann, ja, schau zu, dass das der Kreislauf sich wiederholt und dass du dich in Deutschland, dass ihr euch in Deutschland etabliert. Du hast es eh schon weit geschafft. Du bist aus Russland zurückhergekommen und hast es geschafft, so einen guten Durchschnitt zu haben. Und es geschafft, überhaupt auf einem Gymnasium zu sein. Das war mir aber nicht genug und ich wusste, dass ich einfach dieses Ziel vor Augen habe. Und ich habe alles dafür getan, um dahin zu kommen, wo ich heute stehe. Ich habe Tag ein, Tag aus gelernt. Ich habe wirklich alles getan. Ich habe Schulen gewechselt. Ich habe, ich werde es euch irgendwann erzählen. Der Punkt ist der, Leute, ihr seid nicht zu dumm, wenn ihr jetzt einen Notendurchschnitt von 1,6 habt. Das ist etwas,
wovon ich ja geträumt hätte, das hatte ich nie. Das so gut war ich nie. Ich habe mein Abitur mit 1,4 gemacht, aber in der 10. Klasse, wie gesagt, direkt vor, bevor ich in die Oberstufe kam, war ich noch bei 3, fast bei 3,0. Und ich habe es dennoch geschafft. Und ich will euch eins sagen, der Notendurchschnitt in der Schule oder der Notenschnitt im Abitur sagt so ziemlich nichts darüber aus, wie, was für Ärzte ihr werdet und ob ihr das Studium schaffen könnt. Da sagt höchstens etwas darüber aus, wie gut ihr euch schafft, in das System zu integrieren, wie gut ihr es schafft, in dem System zu überleben und euch anzupassen. Das heißt, Schule hat sehr viel damit zu tun, dass ihr anpasst und dass ihr nach der Pfeife des Systems tanzt und nicht danach besonders schlau zu sein. Ich meine, gute Noten in der Schule zu bekommen, ist wirklich kein großes Problem und ich habe schon bereits ein Video dazu gemacht, wie man denn richtig gute Noten in der Schule bekommt und ich werde noch einige dazu machen. Aber ich will euch noch ein paar andere Beispiele geben. Mit mir studieren sehr viele Leute, die einen Durchschnitt von 3, noch was hatten und eine Ausbildung gemacht haben erst und danach sogar ohne ein Abitur zu haben, in das Studium geschafft haben. Das heißt, ja, die haben nur eine mittlere Reife. Und wir haben ganz viele Leute gehabt, die einfach sogar über das Losverfahren reingekommen sind. Das heißt, sie hatten einen Durchschnitt von 3,4 oder sowas, oder 3,2 zum Teil. Und das war denen egal, die haben es losgezogen und die haben es trotzdem versucht, die wollten Ärzte werden. Die haben sich in ganz Deutschland beworben. Andere sind nach Ungarn gegangen oder nach Rumänien oder nach Russland zurück oder in die Türkei. Sie alle waren nicht so gut in der Schule. Sie konnten sich nicht integrieren. Sie konnten vielleicht nicht den Lehrer in bestimmten Fächern wie Deutsch überzeugen. Das Problem ist, dass im Medizinstudium wirklich dieser NC darüber entscheidet, ob du reinkommst oder nicht. Das heißt, entweder du schaffst diesen Notendurchschnitt oder nicht. Und wenn du es nicht schaffst, dann musst du eben andere Wege suchen, um da hereinzukommen. Und ich habe auch dazu schon Videos gemacht, wie man das schafft. Aber Fakt ist, Leute, niemand ist zu dumm, um das Studium zu packen. Und das sagt nichts darüber aus, was für gute Ärzte ihr werdet oder was für schlechte Ärzte ihr werdet. Ich habe jetzt sehr viele Menschen erlebt, ich habe so gute Ärzte erlebt. Unglaublich. Die verdammt nochmal richtig, richtig schlecht waren. Die richtig schlecht waren, die vorher ja nichts auf die Reihe bekommen haben. Die auch im Studium nicht besonders gut waren. Denn man muss ehrlich sagen, in diesem Studium kommt das nicht darauf an, besonders schlau zu sein irgendwas, sondern es kommt darauf an, besonders fleißig zu sein, besonders viel auswendig zu lernen, besonders dran zu bleiben, besonders durchzuhalten und viel weniger darauf an, dass man wirklich denken kann. Und das ist irgendwo traurig, aber es ist irgendwo so, dass es halt dazugehört. Ihr müsst bestimmte Grundlagen beherrschen und wenn ihr die beherrscht, dann werdet ihr bestehen. Und alles andere ist ein Extra. Das ist etwas, was gute Ärzte irgendwann auch lernen. Gute Ärzte bilden sich weiter fort. Sie bleiben nicht bei dem stehen, was für die Klausur notwendig gewesen ist. Sie bleiben nicht bei dem stehen, wenn sie irgendwann einen Facharzt machen, nur diesen Katalog auswendig zu lernen, was sie halt können müssen. Sondern die bilden sich fort, die schauen über den Tellerrand hinaus, sie holen sich neue Praxiserfahrungen und so weiter. Das heißt, Leute, macht euch nicht so einen Stress mit 1,6 oder 1,9. Es ist sicherlich nicht so, dass ihr mit solchen Notendurchschnitten euch Sorgen machen braucht, dass ihr zu dumm werdet. Ich wüsste eigentlich niemand, der zu dumm dafür wäre, ein Medizinstudium zu packen. Man darf nicht faul sein. Man muss alles geben, Tag ein, Tag aus. Es ist kein einfaches Studium, aber es ist zu packen, es ist zu schaffen. Dem einen fällt es etwas einfacher, dem anderen etwas schwerer. Aber ja, ich werde euch mit euch meine Tipps teilen, wie ich es relativ simpel geschafft habe, auch wenn ich kein Überflieger bin. Aber ich habe geschafft, bestimmte Sachen zu durchschauen und einfach geschafft, das Studium zu bestehen, viele andere Sachen noch nebenher zu machen und einfach irgendwo mein Leben zu genießen und nicht unterzugehen, obwohl ich nicht der Schlauste war, obwohl ich nicht hochbegabt bin. Und man muss nicht hochbegabt sein, um ein Medizinstudium zu packen. Und ehrlich gesagt, man muss nicht hochbegabt sein, um ja, überhaupt zu studieren. Die meisten Studiengänge sind so aufgebaut, dass man das mit ein bisschen Verstand und ein bisschen Fleiß wirklich gut packen kann.
Leute, das war's für dieses Video. Falls ihr noch Fragen habt, dann stellt sie mir unten runter. Ansonsten haltet durch, bleibt an euren Träumen dran. Haltet eure Träume wirklich vor Augen. Gebt sie nicht auf, nur weil jemand sagt, ihr seid zu dumm dafür oder sonst was. Diese Menschen haben meistens keine Ahnung, wovon sie sprechen. Sie haben selber das Ganze nicht studiert. Sie haben keine Einblicke da rein. Sie reden einfach irgendwas, um jemanden sein Ziel, seinen Traum schlecht zu machen, weil sie es vielleicht selbst einfach nicht geschafft haben und nicht so gut sind, wie sie sich wünschen würden und einfach nicht das im Leben machen, was sie gerne machen würden und auch nicht das erreicht haben, was sie gerne würden und einfach unzufrieden sind mit ihrem Leben. Haut rein, Leute. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.